Grauer Himmel, eine Minute später Regen und dann wieder Sonnenschein. Das Wetter im April ist so wechselhaft wie in keinem anderen Monat. Ja, der April macht definitiv, also will. Das Einzige, man muss aufpassen, also es darf auch der März schon was machen, was er will, und dann im Mai auch wieder, ja. Weil es ist ja nicht so, dass das am 1. April anfängt und am 30. aufhört, aber es ist richtig, ja. Also der April ist definitiv ein Monat, der sehr unbeständig launisch sein kann. Launisch sein, an sich etwas, das wir negativ bewerten. Wenn es ums Wetter geht, hat das aber einen Vorteil, vor allem für die Natur und die Landwirtschaft. Denn egal ob Regen, Graupel oder Schnee, die Pflanzen brauchen Feuchtigkeit. Wenn der April Spektakel macht, gibt's Heu und Korn in voller Pracht. Wenn im April zu lange warme Phasen sind, wir haben im April auch schon 30 Grad gehabt in Mitteleuropa, wenn das passiert, fällt schlussendlich einfach der Niederschlag. Mhm. Und der April ist ja wichtig, wenn jetzt diese ganzen Schauer, wenn diese Tiefdruckgebiete so wie im Schnürl daherkommen und wieder weiterziehen, dann ist es ja die notwendige Feuchtigkeit für den Boden. Das heißt, für die Landwirtschaft, für einen ersten Schnitt, also dass man das Gras einfach anfängt zu wachsen, braucht im April auch nur im Mai den nötigen Niederschlag, damit das Gras zum Wachsen anfängt. Seit 1988 beschäftigt sich Christian Nimmervoll mit dem Wetter. Sein wahrscheinlich größtes Hobby. Er erklärt, das wechselhafte Aprilwetter hat mit Strömungen zu tun und auch mit der Sonne. Die hat jetzt schon sehr viel Kraft. Das heißt, wenn die Sonne jetzt Mittag an den Höchststand im April, also Tageshöchststand erreicht, dann muss man sich das so vorstellen, die scheint auf dem Boden, da ist natürlich sehr viel Feuchtigkeit drinnen, die Feuchtigkeit steigt auf. Und das ist ein bisschen wie so Blubbern im Kochtopf, das heißt, es quillt nach oben, es entstehen mächtige Quellwolken, die steigen auch recht weit rauf, wenn oben sehr viel kalte Luft ist. Und dann hat man natürlich diese klassischen Schauer, manchmal auch schon Gewitterwolken, die optisch recht gut ausschauen. Wenn man dann drunter ist natürlich, dann kann man richtig schön nass werden. Ja. Oder eben auch Graupelschauer, eben Schneeschauer, da ist alles drinnen. Wenn wir am Sonntag Nesterl suchen, dann wahrscheinlich warm angezogen. Schnee an Ostern ist nämlich keine Seltenheit. Heuer bleibt es zwar grün, aber kalt. Diese Woche ist auf jeden Fall mal bis Mittwoch bleibt es kalt, richtig kalt. Zu kalt, muss man auch sagen. Also wir sind, wenn man jetzt den langjährigen Schnitt sieht, 12, 13 Grad unterm Schnitt. Dann geht es nach oben. Das heißt, mit Ende der Woche geht einmal der Unterschied zum langjährigen Schnitt verringert sich. Wir sind aber immer nur drunter. Und so wie es momentan ausschaut, ist Ostern definitiv zwar milder, aber vom Frühlingswetter sind wir weit entfernt. Das Wintergewand lassen wir also noch im Schrank hängen. Noch kommt der Frühling nicht, aber er kommt bestimmt. Und bis es soweit ist, ein Tipp vom Wetterexperten. Nicht nörgeln über das Wetter, letztendlich so nehmen, wie es ist. Und auch wenn es unangenehm ist und wo man die Gastgartensaison noch nicht geöffnet ist, ja, was schön wäre, aber auch ein bisschen an die Natur denken. Ich denke, das ist wichtig, auch für uns, für die Obstbauern, für die Landwirtschaft generell, auch für die Viehwirtschaft. Wir brauchen einfach einen Niederschlag und es wird sowieso bald knapp warm und wahrscheinlich dann wieder zu warm.